Und jetzt können wir uns die Codex-Seite holen. Was ich eben schon machen wollte. Ist die weg? Die kann doch nicht weg sein. Da bin ich gerade. Ach, hier ist sie. Ja. So, werde ich mir jetzt erstmal holen. Weil die voll cool sind. Wie wir gerade alle erfahren haben. Ja, mein Gott. Ich glaube, ich muss gleich mal eine Aufnahmepause machen, um meine Hunde rauszulassen. Weil die langsam immer gereizter werden. Ach, Kippiste. Dann müssten wir... Ah, wunderbar. Müssten wir eigentlich gleich da sein. Top. Das war ich... War das nicht hier irgendwo schon? Natürlich noch mehr von denen werfen. Ganz sicher. Will ich das nicht machen. Obwohl, als Wache ist bestimmt cool. Ups. Ach, ich bin da. Und da ist auch gleich was zu nehmen. Luigi de Lanzi. Zwischen 1376 und 1384. Von Benzi de Coine und Simhure de Francesco Talenti erbaut, ist die Logia dei bla 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 bla. So viele Fachwörter, die ich nicht aussprechen kann. Ich will mich nicht zu sehr demütigen, deswegen, wer es ansehen will, drückt Pause. Ups. Und ups. Ah, noch so ein Söldner, denke ich. Bam, bam. Bewegung, Jungs! Das ist kein Anfänger! Haltet zusammen! Halt ihn von hinten! Ta, 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 ta. Oh nein! Ja. Nein, nein, nein! Ta. Wenn euch euer Leben lieb ist, lauf! Ta, 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 ta. Komm schon! Juhu! Hoffentlich lernt man in diesem Spiel das Konter. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob man das auch hier bekommt. Aber wir, wenn nicht. Ich werde sonst sowas von abkacken, jedes Mal. Gott, erbarme dich dieses schwarzen Schafes. Wie kann ein Mensch so etwas nur tun? Hier kann man was lernen. Guck genau hin. Gucken, Priester. Gucken. Ich sag ja, ja, Priester. Wer das denn nach der Armsäge? Okay. Wo ich jetzt überhaupt hin? Ach da. Ja, ist ja perfekt. Dann hole ich mir hier die zwei Aussichtspunkte und dann geht's weiter zu der Quest. Hier lang. Ich habe ein Elixier aus Blei und Granat ab. Das kann ich mir hier so 50 und das dann für ein Medizinbeutel. Vielleicht mal auch eine Medizin. Zwei? Eine. So für zwischendurch. Ah ja, viel besser, ihr werdet sehen. Lohnt sich jetzt eigentlich kaum noch, kaum, aber. Schadet ja nicht. Es schadet ja nicht. Ja, und hier ist es auch. Oder muss ich da? Nee, da muss ich nicht hoch. Ja, du musst nicht da hochspringen, wenn du nicht willst. Du musst nur ein Putz zahlen. Nee. Ach, hier. Wunderbar. Und dort oben werde ich dann eine ganz kleine Aufnahmepause machen. Nach dem Synchronisieren. Und dann meine Hunde kurz rauslassen, obwohl. Ich gehe jetzt mal kurz, mach die Tür auf. Bis gleich.
So, wieder da. Hat auch kaum gedauert. Ich hoffe, ihr musstet nicht zu lange warten. Denn das war nicht meine Absicht. Aber jetzt sind die Hunde raus und sprechen nicht die ganze Zeit mit. Auch wenn ich ein paar Stimmen zwischendurch gebrauchen kann bei meinem wenigen Gerede, aber... Ist dann doch ein bisschen störend, wenn sie mir die ganze Zeit reinreden. Mich regt dieses Rote langsam auf. Ja, mich gleich. Ist schon gut. Wir haben sie gar nicht. Wuhu! Hab mich nicht bekommen. Ach, hier ist wieder was für die Datenbank. Na, wer sich durchlesen will. Ne. So, na. Ah, ist ja richtig viel. Ah, könnt ihr Browser drücken. Und es gibt nichts. Das wird aber gar nicht angezeigt. Das hat mich verwirrt. Man macht es da mit X und ihr habt da auch gerade nichts gesehen. Sagt jetzt nicht, dass ihr was gesehen habt. Wo kann er denn hier hochspringen? Hier? Nee. Kann man auch nicht. Das ist ja blöd. Hatte der. Renate, ich weiß nicht, was über mich gekommen ist. Oh. Der hat eine Krone auf. Der hat bestimmt Gold. Dann muss ich noch ein bisschen laufen. Oh. Rasen. Sieht man auch nicht so oft in der Stadt. Vor allem heutzutage bei den ganzen Großstädten. Ja, kaum noch Gras. Ha. Ja. In beider Form natürlich. Versuche ich es doch mal hier gleich. Dafür, da ich mich ja bei der letzten Aufnahme so grauenhaft schlicht angestellt habe, geht es jetzt eigentlich. Ja, ich gebe es dazu, ich habe heimlich kein bisschen geübt. Vielleicht liegt es daran. Ups. Ah, ne. Hier ist er. Ah, ne. Oder? Doch, da muss ich hin. Und ihr habt doch bestimmt auch gerade alle gesehen, wo ich da jetzt auch lang muss. Nämlich hier hoch. Bin ich auch gleich auf der richtigen Seite. Kann überhaupt nichts passieren. Kann man sich an diesem Sternchen da festhalten. Wow. Festhalten? Ja, kann man. Oh, das muss wehgetan haben an der Spitze. Ich will erstmal draufstehen. Das wäre auch wieder einer der Momente, wo man dann wahrscheinlich auch auf die Spitze hätte gehen können. Und dann ist alles sich. Ah! Na, hier ist die Wand. Aber so wie es den Anschein hat. Gibt's keine neuen Sachen. Oder was ist das denn hier? Oh, eine Schnellreisestation kann man dann. Ach nee. Ich dachte, dann könnte man aber. Naja. Geht dann wohl nur, wenn man an einer anderen steht. Jetzt überlege ich gerade, soll man. Nee. Ich gehe jetzt direkt zur Quest. Ich will euch nicht länger aufhalten. Ja. Gehe ich doch gleich mal hier runter. Es sind auch gerade keine Wachen. Ist auch nur so ein kleines Kaff, wo wir gerade drin sind. So am Rande. Ah, da ist eine Wache. Die umgehe ich doch einfach mal. Ich mag Dachwachen nicht. Die stören immer. Die stehen da, tun nichts. Die warten nur darauf, dass ich komme. So ja nicht, ja. Also langsam komme ich wieder rein ins Spiel. Gefällt mir. Wie gesagt, hoffentlich kann ich endlich bald endlich dieses rote Scheißzeug da oben links wegbekommen. Das waren das. Den anderen Zweck, dass sie mich jagen dürfen.
Auch wenn ich nicht weiß, wie sie es schaffen, auf meinen Bildschirm zu gucken, aber... Mit dem kleinen Trick Cheaters. Da sehe ich doch was sehr Interessantes. Nein! Da gehe ich jetzt noch nicht rein. Ich will mir jetzt dieses Zeichen holen. Das will ich auch. Boah, das leuchtet ja richtig. Da ist eins der Symbole. Was bedeutet es? Es ist doch nicht ohne Grund da. Kannst du dir das genauer ansehen? Hey, probier es mal mit dem Adlerauge. Aber beeil dich. Hey, das kann nicht sein. Möglich. Das ist Computercode. Ich kompiliere. Oh Mist, verschlüsselt. Lade es auf meinen Computer. Ich bin ein Meisterhacker. Geht nicht. Das ist nur mit dem Animus kompatibel. Dann lade sie zu Desmond hoch. Ich kann es nicht glauben. Hallo, ich bin... Nenn mich Subjekt 16. Hör zu. Ich habe nicht viel Zeit. Ich muss dir etwas zeigen. Wir wurden die ganze Zeit belogen. Alles, was wir wissen. Alles, an das wir zu glauben erzogen wurden. Alles falsch. Okay, ich habe die Beweise, die Datei, die alles hochgeladen, aber in 20 Teile zerlegt. Alle mit einem Code geschützt. Ich muss aufpassen. Königin Isabel könnte... Nein, nicht sie. Welches Jahrhundert ist es? Egal. Ich habe den Code der ersten Datei in diesem Programm versteckt. Finde sie alle. Und auf dem Weg wirst du die Wahrheit finden. Was zur... Wie ist das in unseren Animus gelangt? Oh, der Memory-Kern. Wir transferierten die Daten von 16 von Abstergo zum Animus 2.0. Da muss er sich reingehackt haben, als Widdig ihn zwischen den Sitzungen alleine ließ. Halt, eine Sekunde. Die Zeichen an den Wänden bei Abstergo, die blutgeschriebenen, das waren Hinweise. Er wollte, dass wir sie im Animus suchen. Am Anfang, Datei freigegeben. Ach, Kacke. Nicht das. Diese mythischen Szenen ähneln sich im Kern. Bist du reif genug, es zu erkennen? Ach du Kacke. 5 dieser Mythen Szenen ähneln sich im Kern. Kann man sich die auch angucken? Ja. Das ist Adam und Eva. Aber da steht auch der immer. Genau, der Sündenfall. Amor und Sige. Diana und Callisto. Ich versuche jetzt einfach mal so 3 Versuche dann, ne? Wenn es nicht klappt, dann mache ich das einfach nicht. Der Sündenfall. Die Geburt der Venus. Herkules im Garten der Hesperiden. Atlanta und Hippomenes. Hymenes. Das Urteil des Paris. Ah ja. Triumph des Bacchus. Idun und die Äpfel. Merkur, Herse und Aglauros. Ich nehme einfach mal den hier. Der hier sieht auch kacke aus. Der hier. Und. Ups. Der. Oh. Und der. Oh. Da ich überhaupt keine Ahnung habe, ne. Bleibt mir nichts anderes übrig. Dann gehe ich einfach mal auf Ende, weil ich jetzt einfach nicht weiß. Ich werde mal im Internet vielleicht gucken zwischendurch, wenn nicht. Dann nicht. Ihr könnt es ja gerne reinschreiben, ne? Ihr wart ja ganz schön lange fort.
Leonardo redet gerne. Das stimmt wohl. Aber sicher habt ihr nicht nur geredet. Ich gab euch die Fertigkeit, Leonardo gab euch die Klinge. Nun fehlt nur noch die Tat. Wo kann ich Uberto finden? Mein Mädchen nach ist er heute bei der Enthüllung von Verrocchios neuestem Werk anwesend. Sie findet im Kloster Santa Croce statt. Achtet so lange für mich auf meine Mutter und Schwester. Natürlich, Ezio. Als wären sie meine Familie. Richter geschworener Henker. Eine Kunstausstellung in der Santa Croce besuchen. Roberto finden und Rache nehmen.